Ja, meine Damen und Herren, wir sind jetzt live hier in der Kommentatorenbox, könnte man fast sagen, in unserem Truck. Und an meiner Seite steht Ian Dunbar, Rescue Consultant from Holmatro. Hello, Ian. Good morning, AM Felix. Are you well? Yeah, I'm really good. I just explained to the crowd we have a typical German accident here. Yes, this kind of thing happens many times a day all around Germany. One car rear ends the other and goes right underneath it. Actually, it might look a little bit extreme, but it does happen because the construction of vehicles, when one hits the rear of another, it can dip down and can lift up the other vehicle. There's plenty of videos on YouTube where you can see this. Here we have a team from Sweden. It's our first of two Swedish teams today. And already they're well into the glass management phase. They've got access to the vehicle, they've identified the patient, they've stabilized the vehicles, they're making really, really good progress already. Ja, wenn Sie jetzt vielleicht denken, das ist wirklich eine absolut ungewöhnliche Szene, dass das Fahrzeug sich unter das vordere Fahrzeug geschoben hat, dann muss man tatsächlich sagen, dass es relativ ungewöhnlich aussieht. Allerdings könnte es jederzeit passieren und man kann auch zahlreiche Videos auch im Internet sehen, wenn solche Dinge passieren, dass das Fahrzeug, das ist eben so konstruiert, dass es sich auch unter das vordere Fahrzeug schieben kann. Und wir sehen, dass das Team aus Schweden hier schon einen sehr guten Fortschritt macht. Die hintere Scheibe ist bereits entfernt. I think they're trying to get the tunnel access, what you called it yesterday? Well, yesterday a team had a similar scenario, and what they did was tunneling, which is essentially one way in, one way out, and they would choose to go in through the rear of the small car, the Opel Adam. I'm not sure what the plan is here for the Swedish team, but they've got access through the side. The position of the patient, they would like to take him out in a straight line, which would mean taking him out through the back of the Opel Adam. It all depends on the incident commander's assessment and the plan they formulate. Ja, im Moment sieht es so aus, dass das Team den Zugang zum Patienten durch das Heck plant. Die Heckscheibe ist eingeschlagen. Hier sieht man, dass das obere Fahrzeug fixiert wird, dass es sich nicht bewegen kann. Das stellt auch immer wieder noch eine Gefahr dar und die wird durch diese Fixierung, durch diese V-Struts beseitigt. We've just had a question on Twitter using the hashtag HolmatroLive, and Chris from Australia has asked, because this is an international event, how do the assessors assess the different languages? We have 29 teams from 16 different countries. Each team has brought with it either the ability to speak English or they have an interpreter. And with the Swedish team here, we have Christian Svan, and he's acting as an interpreter when required. The Swedish team, they have a good level of English because our assessment team, with one exception, they speak English. So rest assured, Chris, in Australia, that the none of the communication will be lost between the team and the assessment panel. And if we have to, we make use of the assessor in the pit. So thanks for your question. Again, use hashtag HolmatroLive. Ja, eine Frage, die aufkam über Twitter, war zum Beispiel, wie denn die Teams, die Kommunikation aufgenommen wird von den Jurymitgliedern, also von den Jungs, die das Ganze hier bewerten. Und wir haben auch die Möglichkeit, hier einen Übersetzer, den das schwedische Team mitgebracht hat. Das heißt, die Kommunikation der Teams wird komplett auch an unsere Juroren weitergegeben, um so natürlich auch sicherzustellen, dass die Kommunikation aufgenommen wird, beziehungsweise die Kommunikation auch in die Bewertung aufgenommen wird. Nette Frage übrigens, wenn Sie twittern und ja im Internet aktiv sind, nutzen Sie gerne das Event-Hashtag HolmatroLive, um so Ihre Posts, Bilder und alles Weitere zu taggen, damit wir auch die Möglichkeit haben, darauf zu antworten und natürlich auch mitbekommen, was Sie sagen. Yeah, this team are making great progress. I know this team from Sweden have regularly competed in extrication competitions. I know they compete a lot in America. So we can expect quite a bit from this team. I think they're well used to the competition and I know they do a lot of training. Ja, das schwedische Team, das wir hier sehen, nimmt an vielen Trainings teil, wie Ian gerade sagt. Und er ist der Meinung, und das glaube ich ihm natürlich, denn er ist der Profi, dass wir einiges erwarten können von diesem Team hier aus Schweden heute Morgen hier. Felix, you can see the guys are using the blue sheet to assist with glass management. Essentially what they're doing is they're trying to catch as much of the glass debris as possible.
And by doing that, it means it doesn't just fall on the floor. They control it. They take away the pieces of glass as far away from the scene as possible. And it just makes the working environment a little bit cleaner and a little bit safer as well. Ja, was das Team hier mit dieser blauen Folie gerade gemacht hat, ist, sie fangen die Glassplitter auf, die auch auf den Boden fallen können. Das wäre natürlich kein Problem, aber das hält natürlich auch den Arbeitsraum sauberer und die Möglichkeit, hier sauberer zu arbeiten und nicht noch zusätzliche Gefahrenpunkte mit in die Competition zu bringen. We were talking last night, we had a beer last night, I don't know if you know, if you were in the bar with us last night, but the assessment team between them, they have 130 years of experience. Wow. So, these assessors are really on the game. And the one thing that has really been told to us by the teams is that when they've gone into debrief and they've heard what the assessors have to say, both the positives and negatives have created a really good learning environment for the team. So, yeah, the teams get to come here and have some fun on new cars, but it is a learning environment, and the feedback so far is we're providing a quality learning environment, which means a lot. Ja, Ihnen erzählt gerade, es gab gestern mit dem Assessment Team, also das Jury Team, gab es ein, zwei Bierchen, und es wurde dabei rausgefunden, dass wir hier über 130 Jahre Rettungserfahrung mit am Start haben. Also das ist wirklich großartig. Und auch das Feedback der Teams ist bisher so, dass es natürlich nicht nur um den Preis letztendlich geht, sondern auch um die Lernmöglichkeit hier vor Ort an diesen neuen Fahrzeugen zu lernen und natürlich auch die Möglichkeit, diese neuen Rettungsequipments von Holmatro zu benutzen. Also steht der Lernvorteil, der Lernaspekt auch absolut im Vorteil, beziehungsweise im Vorgrund. Vordergrund, das ist das Wort. I'm having problems with German now as well. Oh, really? Yes. Yeah, I have same problems trying to speak German also, but I do my best. I think another thing worth mentioning is, you know, these challenges or these scenarios don't just magically appear in the pits. We have a fantastic pit crew who are putting these things together. And, you know, 6 or 7 months ago, we started planning these scenarios. But the problem with that is you plan the scenarios, but we don't know what kind of vehicles were going to be donated by Opel. So we've had to make some last-minute changes, but the positioning of the vehicles is critical, first of all, for safety, but also things like, do the doors open, do the doors close, and that if all of the doors are locked, for example, that is an unrealistic challenge. So access, we do give access to the vehicle as well, but it's all minutely planned to give the teams the best possible and most realistic learning environment. Um den Teams die größtmögliche Lernerfahrung hier auch zu geben, versucht man so realistische Szenarios wie möglich darzustellen. Dabei plant man natürlich diese Szenarios weit im Voraus. Es ging weit schon zurück, bevor die Szenarios hier gebaut wurden. Und man ist immer auch ein bisschen davon abhängig, welche Fahrzeuge denn dann letztendlich von Opel zur Verfügung gestellt werden, um dann vielleicht im letzten Moment noch das ein oder andere zu ändern. Wobei hier eigentlich das ganz gut ist. Jetzt hat er gerade ein Foto gemacht, während ich spreche. It looks really, really stupid when I'm talking. It sounds stupid also, Felix. Thank you very much. Your lens is blurry, by the way. Ja, wunderbar. Also man versucht, wie gesagt, so realistische Szenarios wie möglich darzustellen, um hier natürlich auch die Lernerfahrung für die Teams so groß wie möglich zu gestalten. That's the first time I've seen them covering the cut, actually. Yeah, it all depends on the position of the cut, where they are in relation to the patient. That used to be called a patient protection shield, but now what it should be used for is actually protecting the whole cut, so everyone on the scene is protected. What you'll see is, because we have different firefighters from all around the world, they have different levels of protection. Some have face visors, some only have glasses. So where there's no face visor available, they will completely cover the cut, as you can see now. It is possible that from the results of a cut you will get flying bits of plastic and things like that, so it's just about self-protection. Ich habe ihn gefragt, beziehungsweise ich habe ihm gesagt, dass ich das erste Mal heute sehe, dass ein
ein Schnitt bedeckt wird mit diesem Sicherungskunststoff, den wir hier sehen. Das ist auch immer abhängig von den verschiedenen Rettungs- oder beziehungsweise Schutzausrüstungen, die die Teams mitbringen. Da sie aus verschiedenen Ländern kommen, haben sie verschiedene Rettungsausrüstungen. Manche haben Gesichtsvisiere, manche haben nicht, keine Visiere. Und wie es hier eben möglich ist, dass bei so einem Schnitt Plastikteile oder auch Metallteile durch die Gegend fliegen, versucht man hier das Verletzungsrisiko so gering wie möglich zu halten, indem man eben auch die Schnittstelle abdeckt. So, now they're going to cut the logo. Yeah, they're now going to cut through the Opel Adam logo. Not sure Opel will be happy with that one, but hey, that's business, I suppose. It's business. You can also see the magic black tree has appeared at the back of the vehicle as well. We decided to put that there just to hinder the access from the rear of the vehicle. Otherwise, they could just go straight in through the back and take Dara out quite easily, actually. And of course, like we said, we want to try and provide a realistic challenge for these guys. We want to make sure it's not too difficult. We need to make sure it's achievable, but also we need to make sure that it's it's safe and it's as realistic as we can possibly invent. Wir haben es gerade schon gesehen, hinten rechts neben dem kleinen Adam steht eine schwarze Tonne. Das ist unser Baum übrigens, der in diesem Fall nicht zu bewegen ist. Das stellt natürlich noch ein weiteres Hindernis für die Teams auch dar und zwingt sie dazu, vielleicht auch andere Wege zu gehen, um hier, wir wollten es einfach ein bisschen schwerer machen. We just wanted to make it more difficult for them, right? Well, yeah, it all depends. We get up in the morning. If we've had a lot of beer the night before, we tend to make it a little bit harder. If we've had an early night, we're in a better mood and we make it a little bit easier. No, it's like I say, these scenarios are planned well in advance. And we don't look at a team and say, we'll give them this scenario. It's purely random. In fact, the pit crew don't know which teams are coming in. They have an idea now because we have the live stream. But when they choose the cars in the morning and they put them in order, it's not team dependent. You know, it's completely random. Also die Szenarios werden den Teams völlig zufällig zugewürfelt. Da kann keiner wissen, welches Szenario denn letztendlich dann vor Ort sein wird, wenn die Teams in die Arena kommen, um so natürlich auch Vorteile zu beseitigen, damit man den Teams nicht verschiedene Vorteile verschafft, indem sie vorher schon wissen, welches Szenario letztendlich dann vor Ort für sie dargestellt sein wird. So there we see the cut protection shield being used. It's that is ideal. That's what it was invented for, and that's what we're looking for. Certainly, what the assessors will be looking for as well. If the teams don't use the shield, I mean, we've seen a few teams not use the shield. What the assessors will do, they will look at the risk, and they will either stop the team and insist they use it, or they will allow them to continue. It's all about a risk-based assessment. Wie wir gerade gesehen haben, wurde dieses Kunststoffschild perfekt genutzt und da achtet natürlich die Jury auch drauf, denn wenn die Gefahr zu hoch sein sollte, dann könnte es tatsächlich soweit sein, könnte es dazu kommen, dass die Extrication, also die Rettung hier unterbrochen wird, weil die Gefahr für die Teammitglieder zu hoch ist, aber das war, wie Ian sagt, absolut perfekt, wie es gerade hier genutzt wurde. So I think Felix, we're down to about 6 minutes. If they can put these cuts in the rear of the Opel on this side, I think it's looking pretty good for an extrication within the 20 minutes. You know, when you walk into the pits and you see something like this, it's a small car, it's a three-door vehicle, it may look on the face of it quite easy. And people think small cars are easier than dealing with large vehicles, but of course smaller cars are smaller on the inside. So from a patient care point of view, it becomes more difficult. Every vehicle presents its own unique challenges, and you can see the Opel Adam also has a material roof as well. So that will give them a different set of options as well. Ja, wie man vielleicht glaubt, dass kleinere Autos einfacher zu bearbeiten sind, ist es natürlich auch eine zusätzliche Schwierigkeit, die den Teams geboten wird. Denn im Fahrzeug ist der Platz natürlich sehr, sehr eng bemessen. Die medizinische Versorgung hat auf engstem Raum stattzufinden. Und das ist wirklich auch nochmal eine zusätzliche Schwierigkeit, die hier geboten wird bei diesem Opel Adam. Wobei man hier auch die Möglichkeit hat, was es wiederum ein bisschen einfacher macht, dass man ein Kunststoffdach hat, beziehungsweise ein Stoffdach, und so eventuell auch die Möglichkeit hätte, durchs Dach ins Fahrzeug zu gelangen. Yeah.
So, wir haben jetzt also noch circa 5 Minuten. Just about five minutes. We were talking about this yesterday, but the reason it's 20 minutes is there is a concept called the golden hour, which really it's a medical concept which has largely been disproved now. But in terms of technical rescue, it allows a 20-minute window for the casualty to be disentangled and extricated. It's, in my view, it's still achievable in 20 minutes, but it must be done so in a casualty-centered way. So it's always a balance between, you know, what you need to achieve and what you can realistically achieve. So 20 minutes is an ideal target. But if you do come across problems, yeah, you're going to be delayed. But the challenge standard is still 20 minutes. Ja, 20 Minuten hat damit, warum wir die 20 Minuten gewählt haben, hat damit zu tun, dass es im Rettungswesen eine sogenannte goldene Stunde gibt und innerhalb dieser goldenen Stunde von der tatsächlichen Unfall, vom tatsächlichen Unfallzeitpunkt bis zur letztendlichen Rettung des Opfers sollte maximal eine Stunde vergehen und innerhalb dieser Stunde gibt es die 20 Minuten, die für eine solche Bergung aus dem Fahrzeug vorgesehen ist und das macht es uns natürlich auch möglich, das zeitlich zu begrenzen, denn diese 20 Minuten wären optimal und wir werden mal schauen, wir haben jetzt noch circa 3 Minuten und wir werden mal schauen, ob wir das Opfer innerhalb der nächsten Minuten dann zu Gesicht bekommen. I think, if I see correctly, I think they only require one more cut, and then the roof, I think can be completely removed. I think they're going for a full roof removal. So there's the cutters. They have over 100 tons cutting force. Die Kraft, die hier verwendet werden kann bei so einer Zange, sind über 100 Tonnen. Also eine enorme Kraft, die hier gerade auf die A-Säule wirkt. Und die natürlich auch wie Butter zerschneidet. So, also der letzte Schnitt ist gemacht. Jetzt werden wir sehen, ob das Dach abgenommen wird. So I make it, Felix, now just 2 minutes. I think all the cuts are in place and they're just making the final preparations, I think, to, I can't see around the other side, but I think the whole roof will now be able to be removed. Ja, wahrscheinlich wird das komplette Dach jetzt gleich entfernt werden. Die letzten Vorgänge finden gerade hier noch statt. Die letzten Vorbereitungen finden statt. So, und da ist es, das Dach. There's the roof. Irgendwas hängt noch fest, something's stuck. Well, what can happen is you can think you've made a complete cut on a pillar. There may be something as simple as a seatbelt that hasn't been managed or cut. There may be some internal plastic trim that is still in place above and below the cut, which just limits your ability to remove the roof. So. The structure and the way these cars are put together is so complex now. You have to have a real detailed look at exactly where you've cut and what you've achieved and sometimes what you haven't achieved. So this small delay of 20, 30 seconds, I think we're going to hear the whistle any time now, perhaps less than a minute. So, und mit dem Pfiff geht das Dach jetzt natürlich auch runter. With the whistle. With the whistle, the roof comes off, but unfortunately it's just after the whistle. But great work, well done. Congratulations, the team from Sweden.